Und jetzt berühre die Handpuppe, Konfuzius. Halt, halt! Was geht denn hier vor? Seid ihr verrückt? Sowas in meiner Kirche? Eine verdammte Socke! Was in Gottes Namen macht ihr denn jetzt schon wieder? Verdammt, er hat's versaut. Wir waren gerade so nah dran, den Geist herbeizulocken. Jetzt ist alles für die Katz. Ach, dieses schäbige Ritual, das habe ich schon 100 Mal durchgeführt. Da ist nie etwas passiert. Wo auch immer du das Ritual her hast, was du nicht hast, ist die Formel für den Ursprung. Was für ein Ursprung? Was für eine Formel? Du kannst ganz leicht den Ursprung des Geistes finden. Du musst nur diese Noten hier auf der Orgel spielen. Na dann her damit. Ja, bitte, klar. Warum nicht? Ich versuche seit Jahren, diese unnütze Orgel wieder zum Laufen zu bringen. Und selbst wenn man das schaffen würde, kann sie nicht den richtigen Ton spielen. Das ist ein gebündelter Ton, den nur ganz alte Orgeln in Rom spielen können. Viel Glück dabei. Ha! Mein guter Freund. So, jetzt sind wir das auf einmal für einen Ton. Wieso? Ich will doch nur dein Bestes. Das hat sich aber eben noch ganz anders angehört. Da war ich. Hier scheint keiner Trompete spielen zu wollen. Jetzt sehe ich die Dinge in einem völlig anderen Licht. Ich brauche also sie schön, nur, um auf der Orgel das richtige Lied zu spielen und endlich diesen Geist zu finden. Erstmal finde ich den Namen nicht mehr besonders toll. So? Was wäre dir denn lieber? Sie scheint kaputt zu sein. Vielleicht etwas Höflicheres. Und etwas, das einem Seelsorger mehr. Ich brauche sie nur, um auf der Orgel das richtige Lied zu spielen, um endlich diesen Geist zu finden. Ah ja? Doktor. Ja, das haben wir doch. Jekyll? Ja, das klingt doch nett. Von jetzt an möchte ich Dr. Jekyll genannt werden. Also gut, von mir aus. Und jetzt reden wir nochmal über deine verpassten Chancen und neuen Möglichkeiten. Naja, wenn's unbedingt sein muss. Natürlich muss es das. Du wünschst dir doch ein erfülltes Leben, oder nicht? Ich brauche sie nur, um auf der Orgel das richtige Lied zu spielen, um endlich diesen Geist zu finden. Was ist denn das auf einmal für ein Ton? Ach du schon wieder. Was ist? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich nicht weiterhelfen? Ganz komisch, wir sind hier quasi. Wieso? So weit, wenn ich, nicht ich will doch nur dein Bestes. Unten das hat sich aber eben noch ganz anders angehört. Da war ich ja auch noch nicht getauft. Jetzt sehe ich die Dinge in einem völlig anderen unten Licht. Kommt man auch nicht also schön, Mr. Hyde. Ich höre. Erstmal finde ich den Namen nicht mehr besonders toll. Ah, hier auch. So? Was wäre dir denn lieber? Vielleicht etwas Höflicheres. Und etwas, das einem das sehr... hätte das gedacht. Die Posaune passt ich perfekt. Ich an einen Doktortitel. Ah ja? Doktor... Jekyll. Ja, das dann klingt müssen doch nett. Wir jetzt die Von jetzt an sie scheint kaputt zu sein. Jekyll genannt werden. Oh. Also gut, aber wir haben ja auch Konfuzius. Und jetzt reden wir nochmal über deine verpassten Chancen und neuen Möglichkeiten. Wenn's unbedingt sein muss. Natürlich muss es das. Du wünschst dir doch ein erfülltes Leben, oder nicht? Ja, schon, aber... Mein guter Freund. Oh, jetzt haben wir natürlich die Kirche zerstört, aber wir haben die verborgene Grabkammer gefunden. Ist auch nichts. Dann gehen wir mal in die Grabkammer. Ich bring's auch zurück. Irgendwann. Vielleicht. Irgendwann vielleicht. Hier ist nichts weiter. Hm?
Ich kann leider nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier unten. Ja, genau. Kann man nicht hier... Also, wer liegt hier begraben? Papst Bonifatius? Wie kann das sein? Ist er? Ich sollte mit ihm sprechen. Ja, was ist denn schon wieder? Wir haben den Geist gefunden. Ich glaube es erst, wenn ich ihn sehe. Wo ist er? Sie sind der Geist. Quatsch. Verschwendet. Wir können Ihnen Ihre Gruft zeigen. Na sicher doch. Meine Gruft. Auf dem Sarkophag steht Ihr Name. Du wirst mir langsam unheimlich. Wo bitteschön soll das Ding stehen? Ich zeige es Ihnen. In der Grabkammer. Es ist also wahr. Du bist hier gestorben. Vor über 100 Jahren. Das erklärt mein langes Gedächtnis. Aber ich sehe doch gar nicht aus wie einer von euch. Doch, tust du. Du willst es nur noch nicht wahrhaben. 100 Jahre? Was hast du denn hier die ganze Zeit gemacht? Ich habe die Pforte beschützt. Gleich zweimal. Ich wüsste nicht, warum ich dafür bestraft werden sollte. Das werden wir gleich haben. Wie hast du die Pforte beschützt, mein Guter? Wo bleibt dein Respekt? Ich bin der Papst. Nicht mehr so ganz. Raus mit der Sprache. Wie war das mit der Pforte? Naja, es gab mal wieder eine Hexenverfolgung. Und der Mob hat eine Hexe vor sich hergetrieben. Sie klopfte an meine Pforte und wollte den Schutz der Kirche. Einer Hexe den Schutz der Kirche gewähren? Lächerlich, dachte ich mir. Du hast der armen Frau das Tor zur Kirche nicht geöffnet. Du hast die Frau dem Mob vor der Tür überlassen? Tja, so war das wohl. Seltsam. Und für diese Tat hat meine Seele keinen Frieden gefunden? Das wundert dich? Moment, warte. Sagtest du vorhin nicht, du hast zweimal die Pforte beschützt? Ja, das Ereignis hat sich wiederholt, erst vor kurzem. Ein Mädchen hat an die Tür geklopft. Sie rief, sie würde verfolgt von einem Mann mit einer Axt. Emily, sie... war am Leben? Ich habe sie gar nicht... Warte. Du hast Emily nicht in die Kirche gelassen, als sie von Ethan verfolgt wurde? Jetzt, wo du es so sagst, hört es sich schon ziemlich böse an. Aber ich dachte, die Pforte vor bösen Menschen zu beschützen, sei meine Pflicht. Im Licht der Tatsache, dass du noch immer durch diese Gemäuer spukst, war deine Pflicht vielleicht eine andere? Und zwar... Emily war deine zweite Chance. Du hättest sie einlassen müssen. Ja, ich glaube, das stimmt. Aber ich tat es nicht. Ihr Geist ist immer noch da draußen. Du kannst noch etwas tun. Wirklich? Oh, ich werde etwas tun. Sage mir, was ich tun soll. Ich werde euch begleiten, bis ich das Mädchen retten konnte. Nun weiß ich, dass das meine Bestimmung ist. Ein plötzlicher Sinneswandel. Ich bleibe skeptisch. Konfuzius sagt, schlage nicht die Hand aus, die dir im Frieden gereicht wird. Oder so ähnlich. Gehen wir Emily suchen. Emily ist nicht gestorben. Ist sie gar nicht aus dem Zug gestürzt? War ich gar nicht schuld? Was zur Hölle passiert Na, mit endlich mir? Endlich ist mal einer kleiner als ich. Der kleine Zwerg. So, jetzt kannst du dich mal nützlich machen und uns übersetzen, was der Geist von Emily uns zu sagen versucht. Ich glaube ja nicht, dass du sowas wirklich drauf hast. Ja, der macht sich doch nur wichtig. Ihr ungläubige Narren, ich spreche alle bekannten Sprachen der Menschen, der Tiere und selbst der Toten.
Na klar, als ob Tiere sprechen könnten. Die meisten haben auf jeden Fall mehr auf der Pfanne als du. Schluss jetzt! Da gibt es einen Geist, dem wir helfen müssen. So, dann gehen wir zu Emily und versuchen mal mit ihr zu reden. Und zwar mit dem Papst. Da ist sie ja. Ich bin bereit. Legen wir los. Nun denn, wenn es das ist, was ich tun soll, Herr, dann werde ich es tun. Ich helfe diesem Mädchen, um meine Schuld wieder gut zu machen. Nie mehr sollen die Tore zugeschlagen werden, denen die Hilfe suchen. Geht's jetzt bald los oder müssen wir erst noch eine Messe abhalten? Lass ihn! Sie sagt, dass sie große Angst hat und du ihr helfen sollst. Na, das hätte ich dir auch sagen können. Und sie mag mich nicht besonders. Auch keine große Überraschung. Emily, wie kann ich dir helfen? Damals ein Zug? Sie ist nicht herausgefallen. Sie ist nicht? Ich habe sie nicht. Sie ist entführt worden. Von einem Mann. Und sie hat sich gewehrt. Sie hat sein Auge erwischt. Der dürre, einäugige Lulatsch. Ethan hat sie entführt? Der Scherge der Professorin. Er hat sie geraubt. Ganz sicher für ein finsteres Experiment. Wo ist sie denn jetzt? Ihr Körper ist nicht bei Bewusstsein. Und ihr Geist versteckt sich hier. Sie will zurück. Zurück in ihren Körper. Wie? Wie kann ich sie zurückbringen? Woher soll sie das wissen? Hey, keiner hat dich nach deiner eigenen Meinung gefragt, Mützenmann. Konfuzius sagt, ihr Geist ist stark, aber wir können ihn nicht mit uns nehmen. Sie will nur eins. Zurück in ihren Körper. Ihr ist sehr, sehr kalt. Wir müssen jemanden um Rat fragen. Jemanden, der uns sagen kann, wie ein Geist zurück in seinen Körper kehren kann. Sie will wieder fliehen. Warte, Emily. Lauf nicht weg. Was? Oh nein. Emily, was tun wir jetzt? Wir müssen uns noch einmal mit dem Orakel beraten. Wir sollten sofort zurück nach London reisen. Wäre da nicht die entgleiste Lok? Ja, also wir konnten mit Emily reden, beziehungsweise sie konnte uns sagen, was los ist, und sie wurde quasi von ihrem Körper getrennt, von dem Geist wurde vom Körper getrennt und ist nun quasi auf der Flucht, weil sie Angst hat. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier wegkommen. Aber das in der nächsten Folge, weil wir schon wieder recht weit rüber sind. Also, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.